Ja, hello guys, wunderschönen guten Morgen, kurzes Video zum Wachwerden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid wohlbesonnen, ja, auch im Zuge dieser Bärenmarkt-Rallye, die ja jetzt doch sehr offensichtlich stattgefunden hat, beziehungsweise immer noch stattfindet. Ich nehme an, dass sie auch weitergehen wird, bis ja, zumindest Ende dieser Woche. Und dann sehen wir, was Neues an Nachrichten und Botschaften, wie so häufig am Wochenende kommt und was dann der Montag mit uns bringt, ob es dann weitergeht mit der Bärenmarkt-Rallye oder ob das bereits die Luft rausgeht. Ich bin da mehr so, ja, das weiß natürlich keiner. Ich stehe mal so auf 50-50. Ganz kurz vorab, ich habe die letzten Tage immer mal wieder reingeschalten beim Investmentpunk seines Crash-Updates. Der hat ja jetzt einen Livestream die letzten Tage seit 20, ich glaube der erste war 22.03. und oder sogar noch einen davor. Ja, 21.03., 20.03. sogar. Ja, 19.03., 18., 17. Oh wow, okay, da hatte ich ja einige verpasst. Ja, es gibt so viele Informationen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da immer wieder mit reingeschalten und ich kann euch wirklich empfehlen, die sind jetzt auch online, dass ihr da mal reinhört, wenn ihr eh Zeit habt und bevor ihr irgendwie zu viel Alkohol zu euch nimmt oder sonstige Trübsäle blasen tut, ja, schaltet da mal rein. Warum empfehle ich euch den? Weil er unabhängig ist. Ja. Ich schätze eine ganze Menge, es gibt wirklich eine ganze Menge Experten und Multimillionäre, sehr erfolgreiche Leute, die ich folge. Es gibt viel zu viel, die man da folgen kann, als dass du sozusagen an Informationen prozessieren könntest, ja. Weil über das Internet und alles, ne, hast du natürlich die Qual der Wahl. Aber ich versuche immer, also ich würde dir empfehlen, maximal fünf Kanäle gleichzeitig intensiv zu verfolgen, weil sonst wird es echt ein Overload. Aber daran halte ich mich auch nicht. Ne? Also ich habe teilweise an manchen Tagen, schaue ich mir die Meinung von 10 bis 20 Leuten an, ja, und danach weiß ich dann, habe ich dabei meistens Kopfschmerzen. Ja? Aber was ich heute, also by the way, heute ist mein Geburtstag, komischerweise oder lustigerweise, kann ich natürlich nichts machen. Außer mir mein Ramazzotti hier reinziehen. Ja, ich kann mir höchstens meine Eltern besuchen und das war's. Naja, okay, nur so nebenbei. Auf jeden Fall, heute ist ein Webinar, das nochmal auch um 20 Uhr ist vom Investmentpunk. Würde ich euch wärmstens empfehlen. Kostet ein Apfel und ein Ei. Ja. Und ich bekomme dafür nichts, dass ich das sehr empfehle. Ja, gleich vorab. Ich empfehle es euch einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass es extremst wichtig ist, dass Besonnenheit und Vernunft herrscht in der Bevölkerung. Und damit möchte ich einfach meinen Beitrag leisten. Und ich denke, dass die Beiträge vom Investmentpunk zur allgemeinen Besonnenheit und Vernunft beitragen sehr stark. Dass die Leute nicht ausflippen, ja, also weder euphorisch. Also es gibt ja Leute, die sind euphorisch darüber, dass es crasht, ja. Es gibt auch Leute, die sind extremst deprimiert. Also, dass man einfach besonnen bleibt und die Vernunft walten lässt und einfach auch weitermacht. Oder wenn man nicht weitermachen kann, dem, was man gerade macht. Also, man wird jetzt irgendwie, man hat einen Lockdown von 2, 3 Monaten, man hat keine Einnahmen und nichts, dass man einfach auch nach Alternativen sucht, proaktiv, ja. Und nicht nur rumsitzt und Däumchen dreht und auf den Staat wartet, dass er einen subventioniert oder dass er einen irgendwas gibt. Ich sehe es immer so häufig, wenn Leute irgendwie nicht mehr klarkommen in ihrem Job, ja, dann melde ich mich halt arbeitslos, ne? Und dann spätestens nach 6 Monaten merken sie, ah, ich kriege beim Arbeitslosengeld nur 65% von meinem Nettolohn. Ja, irgendwie ist es viel, viel weniger. Ja, und dann habe ich noch ein Kind und dann habe ich noch eine Wohnung zum Abbezahlen, dann habe ich noch dies und dann habe ich noch das. Meine Frau hat ja schon wieder so viel geshoppt. Ja. Die Kreditkarte, die ich ihr gegeben habe, die ist ja überzogen. Und irgendwann merken sie dann nach 6, 7 Monaten,
Und dann kommen sie manchmal zu mir, ja. Thomas, hast du nicht einen Job für mich? Also, ja. Also einfach von vornherein proaktiv, ja, erst gar nicht auf irgendwelche Hilfen warten, ja, sondern sich selber helfen. Ja, die Hilfe zur Selbsthilfe, glaube ich, heißt es. Glaubst mir, es ist zwar anstrengender vielleicht, aber auf jeden Fall befriedigender, ja, und auch viel sinnvoller für dich, ja, wenn du einfach das Zepter selbst in die Hand nimmst. Ja, auf jeden Fall hier, wenn du hier auf einen von denen gehst, von denen live, das ist jetzt eine Werbung für Axel Fischer, der schaltet sich natürlich genau davor, vor Investmentbanken, das ist sehr, sehr lustig. YouTube, ich liebe es. Also das ist nicht das Video, ja, das müsste man jetzt hier, Alex Fischer kannst du dir auch reinziehen, der ist auch gut. Also, das ist halt echt lustig. Auf jeden Fall hier. Und hier unten ist dann der Link zu dem Training, also zu dem Webinar. Und hier kannst du dich dann einloggen und anmelden heute, 20 Uhr, 26. März. Juhu, Geburtstag! Ja, also ich hatte noch nie so einen Geburtstag in meinem ganzen Leben. Also so. Und genau. Platz sichern und hier unten dann eintragen und so weiter. Wie gesagt, ich bekomme nichts. Ja? Das ist kein Affiliate-Link oder sowas. Ich glaube, gibt es gar keine. Ist auch völlig uninteressant. Ja? Ich habe andere Einkommensströme. Ja? Und genau, wollte ich jetzt empfehlen. So, weil ich wirklich der Meinung bin, dass der Investmentbank, der hat letztendlich sein Ziel ist es, Wissen zu verbreiten und Leute fitter zu machen, was finanzielle Begebenheiten, also finanzielles Know-how betrifft und einfach diese ganzen Konsumfallen auch, also die über unser System auch projiziert werden, die uns abhängig machen wollen und so weiter. Ja, genau. Der hat also keinen Aktienfonds oder so, ne? Dass er immer pro Aktien wäre oder okay. Unabhängigkeit, für mich ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier den DAX, ne? Also mal kurzes Update hier. Gestern, um die gleiche Uhrzeit gestern, ne, so 8:45 Uhr, haben wir gesehen, dass der so auf die 10.000 zuläuft, hat er dann auch geschafft, ist kurz drüber. Da muss ich jetzt mal ganz kurz auch ein ganz interessantes Video hier unten verlinken vom Lars Eriksen, also von dem Kanal. Ich glaube, der hat ja mehrere Kanäle, was ich auch sehr gut finde. Das haben die wenigsten. Der hat von vornherein macht er sich die Arbeit, zwei Kanäle sozusagen immer zu bespielen, zu bedienen. Der eine ist halt Trader und der andere ist mehr so langfristig. Und ich finde diese Trennung sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, ja. Macht natürlich eine Menge mehr Arbeit, aber das bestätigt auch das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass man ich würde mal sagen, mindestens drei Kategorien, allein was Börse betrifft, auf jeden Fall einhalten sollte. Völlig unterschiedlich auch am besten sich Konten eröffnen sollte. Da findest du hier unten einen Link, ja, zu CapTrader. Und wenn du diesen dann klickst, dann bekomme ich hier eine Provision. Ach, das wäre schön, ne? Habe ich auch schon eine Provision, glaube ich, bekommen, ja, letzten Monat. Also das war natürlich, die stecke ich mir dann in so ein kleines Sparschwein rein und wenn ich dann mal eine Provision bekomme mit dem Affiliate-Link, was ich hier unten immer linke und was dann da zusammenkommt, das schenke ich dann meiner Mutter. Die ist nämlich jetzt gerade erst 82 Jahre alt geworden. Und hat eine Rente von, ich glaube, 350 Euro oder so. Ja. Also, ja. Okay. Wir schauen jetzt mal hier das, ja, wie das mit der Bärenmarkt-Rallye weitergeht. Ich hatte ja gesagt 10.500, weil ich einfach diese Widerstände hier, also so, man könnte aber auch hier runtergehen und sagen, naja, hier unten, diese Widerstände, die fangen ja schon bei 10.000
bei 10, bei 10, ups, bei 10, na, ja, jetzt sind wir natürlich völlig falsch. Ja, das heißt, wir hätten hier sozusagen, sind bereits in die Zone reingekommen, ja, 10,80, ja, wenn wir diese Widerstandszone hier mitzählen, ja, also der Trailermacher, nochmal, um auf den Trailermacher zurückzukommen, der sagt halt auch, er positioniert sich sogar mit Short, ja, weil er meint, dass die Bärenmarktrallye relativ schnell verpuffen wird und dann wir nochmal tiefere Zonen ansteuern würden, ja, er zeichnet da auch ein paar andere Zonen ein wie ich, aber das ist völlig in Ordnung. Ich meine, es geht um die Denke, ja, um die grundsätzliche Denke. Und dem kann ich grundsätzlich folgen, weil natürlich wir vor einer Megasituation stehen, dass die auch nur, sagen wir mal, bedingt oder zum Teil die ganzen Druckerpressen, also die ganzen Zentralbanken und so weiter mit ihren Zinssenkungen, mit ihren QEs und mit ihren Helikoptergeld, die Regierungen und alles, was da an Hilfspaketen geschnürt wird und aufgrund dessen ja überhaupt diese kleine Gegenbewegung erst zustande kam, nur bedingt die Szenarien oder die Folgeerscheinungen, die negativen Folgeerscheinungen des Coronavirus beeinflussen kann oder wird. Denn wir reden hier über einen Biology-Factor, ja, so wie das die Amerikaner nennen. Das heißt, grounded in Biology, ja, also das heißt, das Fundament dieses Problems oder dieses Triggers oder dieses, der jetzt auch viele vielleicht andere Probleme im System antriggert oder auslöst, ja, wie zum Beispiel zu geringe Eigenkapitalanteile in den Banken und so weiter und so weiter. Dass ja, diese Biology Factor, diesen biologischen Faktor, wir nicht einfach so wegpressen können, ja, mit neuen Euro- oder Dollarscheinen. Ja, da gehört eine Menge mehr dazu. Da gehört logistische Herausforderungen mit den Massen, dass sie das tun, was sie tun müssen. Ja, sprich Quarantäne. Es gibt viel, viel, viel mehr ärmere Leute in den USA. Also das wird noch lustig werden. Ja, die sich vielleicht gar nicht einsperren lassen. New York ist nach wie vor nicht unter Quarantäne. Die sind sich noch immer nicht einig. Ja, der Bürgermeister von New York und der Governor, also der Minister, würde man sagen, von New York County, ja, also von dem Staat New York und dann der Bürgermeister von New York City, ja, eine Stadt mit so vielen Einwohnern wie ganz Österreich, ja, und da explodiert gerade die sozusagen die Rate, ja, und so weiter. Ich will jetzt hier nicht zu sehr negativ werden und so weiter, aber das ist schon sehr heikel und ich bin momentan in meinem Swing Trader Depot mit 22% oder 24% investiert. Das musst du dir mal vorstellen, ja. Das ist also ein Zwanzigstel, ein Fünftel, ein gutes Fünftel von dem, was ich investieren könnte an meiner eigenen sozusagen Firepower, ja, also Pulver, Cash. Und ich habe natürlich ein paar. Ja, einige tausend Euro nicht mitgenommen in den letzten mal 3 Tagen. Aber ich habe auch einige tausend Euro nicht verloren in den letzten 3 Wochen. Ja, muss man auch dazu sagen. Also von daher bin ich gut im Plus, würde ich mal sagen, was mein Swing Trading Depot betrifft. Und ja, heute Morgen wird sich zeigen, ob ich frühzeitig wieder rausgehe mit den 23%, 24%, wo ich jetzt investiert bin, long. Wird echt spannend. Ja, wird echt spannend. Vielleicht sollte ich einfach auch mich ganz raushalten und einfach mich auf meinen Job konzentrieren. Ja, weil ich muss ja auch schauen, dass meine Firma weiterläuft. Meine Marketingfirma könnte mal vorbeischauen. Klein Marketing, ja, nur nebenbei. Auf jeden Fall. Ja, ich wünsche euch viel, 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 viel Erfolg und halt die Ohren steif. Ja, der Markt öffnet in 10, 15 Minuten. Dann werden wir sehen, was mit sich bringt. Es scheint, dass die Vola noch relativ gering ist, aber es kann sich ruckzuck kann sich das ändern. Ja,
irgendwie eine schlechte Nachricht von Trump, irgendwie ein Twitter. Ja, und zack, zack, zack. Ja. Und deswegen bin ich auch nur mit so geringem Geld investiert. Ganz kurz noch abschließend, hier der Ölpreis. Hier ist der Wochen-, der Monatschart, ja. Und da sehen wir natürlich keine großen Veränderungen, ja. Sondern hier den Wochenchart. Ja, selbst im Wochenchart ist es eine kleine Mini-Kerze. Schau mal, wie süß. Ja, so eine kleine blaue Mini-Kerze. Ja, in dieser Woche. Der Ölpreis will sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen erholen. Ja, also sehr, sehr ja, zaghaft. Ein zaghaftes Pflänzchen. Ja. Gold, Silber schwankt natürlich auch wie die Hölle. Lasst euch, ich kriege dann immer so Nachrichten wie: Kennst du einen guten Edelmetallhändler, der auch faire Preise bietet? Ne? Ich habe da zum Beispiel einige Fragen dieser Art bekommen, als der Silberpreis, und ich auch ein Video darüber gemacht hatte, als der Silberpreis so um die 11, 12 Dollar notierte. Na, da meinte der, naja, der Silberpreis ist jetzt auf fast 10, 11, also fast 10 Euro unten. Da müsste ich doch jetzt eigentlich Silbermünzen, Anlagemünzen, eine Unze für 10 Euro oder 11 Euro oder so irgendwo, ja, kaufen können. Warum kosten die immer noch 16 oder 15,50 Euro, also 5 Euro fast mehr, 4, 5 Euro mehr, als wie das, was ich hier in meinem Chart hier sehe oder auf finanzen.com oder sowas. Ja, ganz einfach. Weil der Edelmetallhändler will was verdienen, der muss Miete zahlen. Ja, ich sag's immer wieder, mein Edelmetallhändler, wo ich jahrelang hingegangen bin, der hat jetzt in München einen Laden zumachen müssen. Dann schon im Januar, wegen dieser Tafelgeschäftsreduzierung auf 1.999 Euro. Ja, weil sich das Tafelgeschäft auf 1.999 Euro reduziert hat. Von 10.000, also 9.999, sind die Volumina, die dort physisch eingekauft werden können, so gering und die haben so geringe Margen, ja, dass es sich nicht mehr lohnt für die. Ja, so wurde es mir zumindest erzählt. Und da gleich an der Leopoldstraße waren die, ja, also da sind die Mieten nicht gerade günstig. Ja, haben sie die Filiale aufgelöst. Jetzt sind sie nur noch in Erding. Jetzt müsste ich, um dort physisch einzukaufen, was ja momentan eh nicht möglich ist, müsste ich jedes Mal bis nach Erding raus, ja? Und dann hast du natürlich ein bisschen was, das die verdienen wollen dran. Dann hast du Steuern, du hast Differenzbesteuerung, ja? Das sind, was sind das jetzt? 10 oder 7%? Ja, irgend sowas. Also es gibt eine Menge Leute, die damit verdienen müssen. Und die Leute, die die Münzen prägen und die Goldbahn, ja, es kostet ja Geld, das Silber zu gießen, zu formen, zu prägen, zu verschiffen, ja, verpacken, zu versenden, also zum Edelmetallhändler, ja, wenn auch in großen Mengen, und aber hier ein Cent, da ein paar Cent, hier ein paar Cent, da kommen eben schnell ein paar Euro zusammen. Ja, es ist nicht so, dass du einen Silberpreis sozusagen in der Börse siehst. Und dann kannst du zu ungefähr dem gleichen Preis ein paar Münzen einkaufen, ja. Und deswegen ist es auch keine, also dir physisches Edelmetall zu kaufen, ist keine Sache von ja, schnellen Trades oder sowas, ne? Wie du jetzt von Flipping, ja. Also das kannst du vergessen, ja. Physische Edelmetalle oder Silbermünzen ganz besonders, die kaufst du dir entweder: A, du bist ein Sammler, du kennst dich da ein bisschen aus, das heißt, aber auch dann hältst du die Dinger, das ist dann wie wenn du Kunstgegenstände kaufst, ja, du kaufst bestimmte Münzen, die hältst du dann 10, 20 Jahre oder sowas, und dann steigern die sich im Wert, jedes Jahr um ein paar Prozent, dann bist du Sammler, oder du kaufst reine Anlagemünzen, aber auch die kaufst du dir auf lange Sicht, ja, wenn sollte mal irgendwann eine Währungskrise geben oder eine Vertrauenskrise in die Währung, ja, wie wir sie hatten, dass dann der Silberpreis spiked, ja, sich verdoppelt, verdreifacht, dann könntest du theoretisch Dinger wieder verkaufen, wenn du einen Käufer findest.
der dir einen gerechten Preis dafür zahlt. Denn der Spread, also der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis, der ändert sich auch andauernd. Wenn du nämlich jetzt auf die Edelmetallhändler schaust, weil gerade so eine große Nachfrage auch ist, der Ankaufspreis hat sich nochmal distanziert vom Verkaufspreis prozentual. Und zwar massiv. Und das können die Edelmetallhändler auf Tages- und Stundenbasis so festlegen, wie es ihnen gefällt. Ja, da gibt es keine Regulation oder so. Die machen ihren Spread, wie es ihnen passt. Da gibt es keine festen Vorschriften, soweit ich mich mal unterhalten habe mit meinem Edelmetallhändler. Ja? Also, das ist diese physische Edelmetall-Euphorie, ja, von, ich weiß, wir haben eine große Community in Deutschland, die lieben die halt Silber und Gold über alles, ja. So easy ist es nicht, dass du da keine Verlustgeschäfte machst. Natürlich kannst du dir das Zeug kaufen und es ist relativ safe, es ist ein Wertspeicher und du kannst es auch halten, bis du alt bist, aber es wirft da keine Rendite ab. Ja, und das Zeug zu flippen mit einem Profit ist gar nicht so einfach. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es einer der wenigen Vermögensgegenstände ist, die immer noch nach 12 Monaten steuerfrei sind, wenn du sie flippst. Ja, weil es eben nicht so einfach ist. Nicht so liquide und ja, nicht so einfach. Wenn es einfacher wäre, dann wäre das schon längst besteuert. Davon bin ich überzeugt. Ja. Deswegen gehen sie auch mit den ganzen Steuern jetzt so stark rein bei Aktien und so weiter, weil es einfach viel einfacher ist, hier zu traden und mit einzusteigen, Konto zu eröffnen. Und man sieht ja jetzt auch gerade, wie sie alle, also jetzt wirklich ganz viel massiv Konten eröffnen, die privaten. Naja, schauen wir, wo das alles hinführt. Ich mache jetzt mal Schluss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da mache ich nochmal ein extra Video zum Thema Edelmetalle, weil ich glaube, gerade momentan extrem viele Leute da rein wollen mit ihrem Cash. Ist klar, weil du hast ja Videos zum Thema der Euro bricht auseinander und oder Videos zum Thema die Hyperinflation steht vor der Tür. Und dann hast du da, ich weiß nicht, 100.000 Klicks. Na, und die 100.000 Leute, die rennen jetzt natürlich alle zum Edelmetallhändler und der ist total überfordert. Zusätzlich noch zur stockenden Lieferkette. Ja. Aber ob das jetzt so das Nonplusultra ist, da mache ich nochmal ein extra Video dazu, was so sozusagen meine Meinung dazu ist. Jemand, der ja selber auch schon seit längerer Zeit immer mal wieder ein kleines Stückchen Münze sich besorgt und bei seinem Edelmetallhändler deponiert. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören.